Das ist das Haus. Nummer 27. Nummer 27. Ja. Lassen Sie mich mal reden, Schmatke. Ist okay, nicht? Ja. Ist ja Ihr erster Arbeitstag bei uns, oder? Schmatke? Ja? Ihnen hängt da übrigens noch ein halbes Mettbrötchen am Kinn. Oh, ne? Da ist er. Das habe ich schon den ganzen Morgen gesucht. Hier? Guten Tag, Herr Köhler. Ja. Mein Name ist Horst Hemke. Das ist mein Kollege Herr Schmatke. Und Herr Schmatke. Wir kommen von der GEZ, der Einzugszentrale für Rundfunkgebühren. Uns liegen da Hinweise vor, dass Sie hier eine nicht angemeldete HiFi-Anlage in Betrieb haben. Nö. Nö, das kann gar nicht sein. Was? Das kann gar nicht sein. Ich meine, ich habe überhaupt keine Anlage. Nicht mal ein Radio. Haben Sie gar nicht? Hab ich gar nicht, nein. Ja, dann entschuldigen Sie vielmals die Störung, Herr Köhler. Dann war das... Ich bin hier noch nicht fertig, Herr Schmatke. Ach so. Wenn Sie ihn nicht ausmachen. Nee, nee. Herr Köhler. Ja? Sie müssen schon entschuldigen. Ich höre doch Ihre Anlage. Was? Die läuft, Ihre Anlage, die läuft doch gerade, oder? Ich höre nichts. Ich höre gar nichts. Und wo kommt dann dieser Lärm her? Gute Frage. Haben Sie irgendeine Theorie? Ja, die habe ich wohl, Herr Köhler. Und Sie? Hä? Aha, aha. Tja, möglicherweise, vielleicht von den Nachbarn. Von was wem? Meinen Sie? Von den Nachbarn. Ja, Herr Köhler, das ist wohl Pech, ne? Zufällig weiß ich aber, dass Ihr einziges Nachbarhaus hier schon seit einem halben Jahr leer steht, Herr Köhler. Ja, dann, also dann weiß ich es auch nicht. Vielleicht ist ja Phantomlärm. Ja, darüber habe ich mal was gelesen, Chef, in der Zeitschrift Unheimliche Phänomene. Da hatte so ein toter Schotte seinen Walkman liegen lassen. Schmatke! Ja? Möchten Sie vielleicht einmal einen kurzen Moment die Fresse halten? Also diese gern. Schreierei, die geht mir jetzt doch auf die Nerven. Also ich bin gleich wieder da, ne? Ich mache nur gerade meine Anlage aus. Ha. Haben Sie das gehört, Schmatke? So ein dreister Hund. Jetzt hat er sich aber verplappert. Na, warte du. So. So, jetzt geht's besser. Wo waren wir stehen geblieben? Was wollten Sie? Ich schlage vor, dass Sie jetzt erst einmal dieses Anmeldeformular für Ihre Anlage unterschreiben, Herr Köhler. Und dann... Wieso? Für welche Anlage? Hm? Herr Köhler, Sie sind mir ja einer, nicht? Für die nicht angemeldete Anlage, die Sie eben gerade ausgemacht haben, natürlich. Wann denn? Und vor allem wie denn? Ich meine, ich hab doch gar keine. Was soll ich denn da ausmachen? Nun hör Sie aber auf, Mann! Ich bin doch nicht dämlich! Sie nicht haben ähnlich. Doch eben laut und deutlich gesagt, ich mach mal eben meine Anlage aus! Haben Sie wörtlich gesagt? Ich? Stimmt, Schmatke! Er ist mir jetzt momentan im Wortlaut nicht mehr so präsent. Sehen Sie? Das sind Sie denn völlig bescheuert, Schmatke! Ja, soll ich etwa lügen? Nein. So, und Sie, Herr Köhler, ja. Melden jetzt mal ruckzuck die Anlage an, die da die ganze Zeit gedröhnt hat eben. Mir reicht das jetzt nämlich. Aha. Moment noch. Ich höre aber gar nichts. Ja, natürlich nicht! Sie haben sie auch eben ausgemacht! Das mich ja noch nie... Können wir jetzt... noch mal bei Ihnen reinkommen, der Kollege und ich vielleicht mal. Wieso? Sind Sie schwul? Also, ich muss doch, was soll das denn jetzt? Lenken Sie nicht ab. Lassen Sie uns mal endlich rein und Ihre Anlage sehen. Und dann werden wir und ja selbst mal sehen, wenn, was geht Sie das denn an, ne? Ist man deshalb vielleicht ein schlechterer Mensch? Was? Oder weniger wert? Nur weil man nichts für Frauen übrig hat? Oder wie? Oder was? Schmatke! Oder weil man ganz gern mal rosa Jogginganzüge trägt und lieber Marianne Rosenberg hört, als zum Fußball zu gehen, meinetwegen? Nein. Ist das vielleicht was Anstößiges, hä? Frag ich Sie. Um Himmels Willen, Schmatke! Also wissen Sie was, ich könnte Ihnen ja noch stundenlang zuhören, aber ich habe jetzt leider überhaupt keine Zeit mehr. Wiedersehen. Hey! Hey! Herr Köhler! Herr Köhler! Herr Köhler! Ich weiß, ich bin noch Neuchef, aber ich werde das Gefühl nicht los. Der Kerl hat uns irgendwie reingelegt. Was meinen Sie, Chef, ne? Naja, ich komm nur drauf. Machen Sie die Anlage auf! Sagen Sie mal, und wie war ich so fürs erste Mal? Chef, Chef, Sie haben doch übrigens jetzt etwas Schaum am Mundwinkel.